Hey zusammen. Ich habe so ein paar Videos zu dem Zipper-Häcksler, die relativ ohne Informationen daherkommen, aber da die relativ viele angeschaut haben, denke ich mal, ist das vielleicht interessant, wie sich so der Häcksler schlägt und wie ich damit zufrieden bin. Der ist jetzt mittlerweile seit 7 Jahren im Einsatz, regelmäßig und sehr viel. Und da möchte ich euch heute mal drüber berichten, wie ich damit zufrieden bin, wie die Verarbeitung ist, wo die Stolperfallen sind, was er gut kann, was er nicht so gut kann. Und offen und ehrlich einfach mal Rückmeldung geben und im Detail auch euch alles zeigen. So, der Zipper HAEK 4100. Gibt es auch baugleich von Lumac und noch von ein paar anderen. Ich werde mal schauen, dass ich da die Bezugsquellen der Videobeschreibung verlinke. Könnt ihr reinschauen. So, ich habe den Häcksler, wie gesagt, seit 7 Jahren. Ich hatte vorher so einen ähnlich wie der recht verbreitete Denkbar mit so einem Schlegelhäcksler mit beweglichen Messern und Trichter da oben auf und ich glaube 12 oder 13 PS Motor. Mit dem war ich gar nicht zufrieden. Der ist relativ schnell auseinandergefallen und der hat auch überhaupt gar keinen Durchsatz durch diese Häckselart, einfach durch diese Schlegelmesser. Das ist gut für so Hecken, Gestrüpp und Kleinzeug, aber erstens für festes Holz, ne, hier solche Äste oder auch dickeres, dafür ist er nicht geeignet gewesen. Und vor allen Dingen, ich habe hier relativ häufig solche Mengen, die hier anstehen. Das bin ich jetzt gerade hier am Aufarbeiten. Und die ganzen Äste hier von den Fichten, das ist einfach unglaublich viel Platz, wo das einnimmt. Und ich habe hier schon so ein bisschen was am Zaun entlang aufgetürmt, aber das ist einfach so viel, dass wird auf jeden Fall weggehäckselt werden. Und genau dazu habe ich den auch gekauft. Das kommt bei uns regelmäßig vor. Zur Einordnung. Ich habe da diese grünen 270 Liter Gartenabfallsäcke, die ich normalerweise hier drunter hänge. Deswegen hier auch so ein Draht zur Befestigung. Und im Jahr mache ich damit mindestens 10 solcher Säcke mache ich voll. Also das heißt 2,5 bis 2,7 Kubikmeter gehäckseltes Material jedes Jahr. Letztes Jahr war ein großer Einsatz, da hatten wir 35 Meter Holz gemacht, da hatten wir ungefähr 30 solcher Säcke hatten wir gehabt. Also allein 7,5 Kubikmeter Häckselmaterial letztes Jahr. Deswegen, der ist auch nicht mehr neu, so sieht er aus. Der ist ständig in Benutzung, der ist hart in Benutzung. Und vielleicht zuerst mal die Schwächen, was er nicht so gut kann. Also die größte Schwäche war, aber zum Glück wusste ich da im Grunde schon Bescheid, ab Werk. Größtenteils zusammengebaut wird er geliefert, aber es macht auf jeden Fall Sinn, alle Schrauben nochmal nachzuziehen. Gerade hier die was aushalten müssen, die muss man ab Werk einfach das erste Mal vor Benutzung erstmal nachziehen. Sonst kann es vorkommen, dass da einfach Teile abfallen durch die Vibration. Ist mir hier auch schon passiert, da habe ich nicht richtig geguckt. Hier vom Auspuff gab es so ein Schutzkästchen mit einem Gitter drüber, dass man sich nicht die Finger verbrennt, habe ich die Schrauben nicht festgezogen. Die haben sich irgendwann losgeschockelt, sind abgerissen und ja, musste man eben irgendwo schweißen oder so, habe ich nicht gemacht. Deswegen ist der Auspuff jetzt hier ungeschützt und genau, das ist so im Grunde aber auch schon fast der einzige richtige Defekt, der vorgekommen ist. Ansonsten richtig kaputt gegangen ist hier noch gar nichts. Gar nichts stimmt nicht. Hier ist im letzten Jahr bei dieser starken Benutzung ist hier die Schweißnaht, wo dieser Flansch mit dem Auswurf verschweißt ist, ist abgerissen und musste neu geschweißt werden und dabei gerade nochmal verstärkt. So, ansonsten zur Funktionsweise. Das ist ein Trommel- oder ein Walzenhäcksler. Das heißt, hier in der Mitte ist ungefähr ein 30 cm Durchmesser eine Stahltrommel. Die ist super schwer. Die braucht auch Power, bis die mal in Schwung ist. Wenn sie in Schwung ist, dann macht sie aber im Grunde alles platt. Das sind zwei Messer über die ganze Breite. Einer hier und jedes Mal, wenn hier durch den Trichter ein Ast kommt, wird das abgeschnitten und fliegt hier raus. Das richtig coole an diesem Häcksler ist,
der Selbsteinzug, wobei der keinen richtigen Selbsteinzug hat im Sinne von Walzen, die das einziehen. Hier ist nichts. Hier unten sieht man dann schon gleich das Messer. Aber durch diese Funktionsweise, dass das Messer häppchenweise die Äste abschneidet, wird der Ast nachgezogen und fliegt hier schön raus. Man kann das noch verstellen. Man kann hier eine Schubkarre drunter packen oder diese grünen Säcke eben bei diesen Häcksler-Varianten, wo der Trichter oben ist und unten das Material rausfällt, muss man immer irgendwie mit der Schippe das Zeugs wegmachen und das ist auch ultra nervig. Hier, das geht wunderbar. Theoretisch kann man hier den Trichter auch noch seitlich drehen, aber das ist irgendwie, habe ich noch nie benutzt bei so einer kleinen Maschine. Ist das irgendwie nicht notwendig. Man kann auch mit dem Anhänger schon gleich drunter gehen. Verbaut ist ein 6,5 PS Motor, 200 Kubik von Longines. Das ist ein chinesischer Motor, wobei das im Grunde ein Markenmotor ist. Also das gibt es auch als No-Name-Nachbau. Und die Longines-Motoren, die haben eigentlich einen sehr guten Ruf. Die halten lange, die laufen ewig. Es gibt keinerlei Probleme, so mit dem auch. Also ich habe denselben Motor auch noch in einer Rüttelplatte und die springen einfach immer an. Also auch nach dem Winter, nach langer Standzeit, zwei, dreimal ziehen und der läuft. So der auch, mache ich nachher mal vor. Motor absolut problemlos, Benzin. Man hat hier mit den, was sind das, ich glaube 2,5 Liter passen da rein, kann man zwischen 6 und 7 Stunden arbeiten. Also auch relativ genügsam. Und man muss nicht ständig im Kanister nachschütten. So, was der Häcksler am liebsten hat, sind gerade Äste oder hier solche Fichten, wo die Nadeln seitlich abgehen. Haselnuss, Kirschlorbeer, gibt es auch Videos zu, wie er das frisst, schaut einfach in den anderen Videos von mir nach, da seht ihr auch die Beispiele. Wacholder ist ein bisschen schwierig, weil da sehr viel Grünzeug ist und das ist auch das, was er im Grunde nicht kann, sind Blätter und viel Grünes, das geht durch diese groben, relativ groben Messer, geht das einfach durch und wird nicht verkleinert. Wir schauen uns gleich mal noch das Häckselgut mal noch an, aber das ist ziemlich grob. Eignet sich auch gut, wenn man so Rindenmulch selbst machen möchte. Also ich habe das, mache ich tatsächlich für so die Wege im Garten oder so an der Böschung benutze ich das Häckselgut, das ist einwandfrei. Was haben wir noch? Wartung. Hier sind die Hauptlager auf beiden Seiten, die muss man mal abschmieren, habe ich jetzt erst kürzlich gemacht, deswegen ist hier noch relativ viel Fett, also man braucht eben eine Fettpresse, hier ist so ein Schmiernippel und auf der anderen Seite muss man zuerst noch hier die Keilriemenabdeckung abnehmen, um an den Schmiernippel dran zu kommen, dann kann man das abdecken, Motoröl einmal nachfüllen, ab und zu kontrollieren, aber da ist kein Verlust zu messen, ich habe da in 7 Jahren nicht nachfüllen müssen. Der steht immer draußen, deswegen auch die Roststellen. Ich habe da im Winter immer nur hier diese zwei grünen Säcke drüber gestülpt. Einmal hier über den Trichter, hier einmal über den Auswurf. Ist nicht optimal, aber ich habe keinen Platz zum Unterstellen. Und dafür, ja, wie gesagt, hat er eben so die Schrauben hauptsächlich angerostet. Nicht schön, geht nicht anders. Keilriemen hatte ich noch nicht wechseln müssen, sind zwei Keilriemen. Die Reifen einmal im Jahr nachpumpen, die sind scheiße, die sind echt nicht gut. Das ist relativ starres Gummi und die sind auch zu klein, finde ich, für zumindest so ein Gelände mit viel Hang und Buckelpiste. Da ist der Häcksler ein bisschen wackelig unterwegs. Der ist relativ schwer, der hat so ein paar 90 Kilo. Und ja genau, 90 steht hier drauf, 90 Kilo. Und man muss den schon gut im Griff haben, wenn man damit irgendwie so den Berg runter oder durch eine Buckelpiste fährt, weil die Reifen, die sind relativ klein und die Achse ist schmal, das könnte breiter sein, der wird da stabiler fahren, aber das geht, auf gerader Strecke geht's. Ich habe den noch manchmal hinter dem Rasentraktor einfach dran gespannt und fahre damit mit dem Häcksler hinten dran umher, das funktioniert auch. Wenn er verstopft, das kommt manchmal vor. Ne, Wacholder, wie gesagt, durch das viele Nadelgrünzeug hat mir den Häcksler ständig verstopft.
Und dann muss man entweder den Trichter abschrauben, was sehr mühselig ist, weil der ist richtig schwer. Das ist, denke ich, das schwerste Teil an der ganzen Maschine. Oder hier den Auswurf. Das geht relativ easy. Das sind hier die vier Schrauben ab und dann geht der Trichter ab und dann sieht man in den Walzenmesserbereich rein und kann ihn säubern. Auswurf nochmal dran schrauben. Deswegen habe ich hier auch immer... Hier ist, glaube ich, die Bedienungsanleitung normalerweise drin. Das ist Werkzeug, das ist dabei. Das ist zum Lösen der Messer, erkläre ich gleich. Und ich habe hier immer so eine kleine Ratsche, habe ich immer dabei. Mit einem passenden Schlüssel für den Auswurf abzumachen, wenn er dann verstopft ist. Das kommt vor, wenn man da drin geübt ist, ist das in 5 Minuten, ist die Verstopfung nochmal gelöst. Und so, die Messer. 2 Klingen sind das. Kann man drehen. Das heißt, wenn die auf beiden Seiten scharf sind, kann man, wenn während der Arbeit man merkt, die Klinge ist stumpf, muss man dann nicht direkt schärfen, sondern kann die Messer einmal drehen und hat dann nochmal eine scharfe Seite. So, das geht je nach Holzart. Kann man ungefähr so zwischen 10 und 20 solcher grünen Säcke, ich habe hier übrigens hier, so diese Säcke meine ich, der ist auch voll mit Häckselgut. So, da kann man so zwischen 10 und 20, also 10 Säcke, wenn man richtig hartes Holz hat und viel zu trockenes Holz, kommt man so auf 10 Säcke raus. Und wenn man hier frisches Holz, das schön saftig und weich ist, nimmt, kriegt man auch 20, 25 Säcke hin, also so Minimum 5 Kubikmeter Häckselgut, bis man da ein Messer nochmal schärfen muss. So, ich habe das auf verschiedene Arten probiert, auch mit so einer, mit so einem festen Doppelschleifer. Das ist nicht so optimal. Das, was für mich am besten funktioniert zum Nachschleifen, ist tatsächlich eine Flex, also ein Winkelschleifer mit Fächerscheibenaufsatz und nur zart nachschleifen. Nicht wirklich viel Material abtragen, sondern die Klinge zart nochmal nachschleifen und dann sind die Messer nochmal direkt benutzbar. Man merkt das daran, wenn die Klingen stumpf sind, wenn er das Material nicht mehr einzieht. Wenn man anfangen muss zu drücken und nachzustopfen, liegt das daran, dass die Messer stumpf sind und dann wird es Zeit, die mal auszubauen. Geht auch von vorne. Auswurf abbauen. Dann braucht man hier dieses Tool. Da kann man die Klingen rausnehmen, das sind mit 3 Schrauben sind die fest auf dieser Walze, mit dem Winkelschleifer nochmal nachschleifen, einbauen und dann geht es nochmal direkt weiter. So, und dann, was mir nicht so gut gefällt, ist hier dieser Notaus. Erstens, der funktioniert nicht so, wie ich das eigentlich ganz gerne hätte, muss ich sagen. Wenn ich hier drauf drücke, ist das hier nur ein Zündunterbrecher. Das Kabel ist im Grunde an der Zündkerze dran und unterbricht den Zündfunke und dann läuft der Motor noch ewig weiter. Und zwar deswegen, weil diese Walze ist, wie gesagt, richtig schwer. Die hat eine Eigenmasse, ein Drehmoment, was zwingend notwendig ist, wenn man da Holz reinstopft. Und genau das ist dann der negative Faktor, wenn man den Notaus drückt, dann dreht diese Trommel noch ewig weiter, einfach durch den eigenen Schwung. Und bleibt nicht einfach stehen, wie man das vielleicht ganz gerne hätte. Ist bauartbedingt wahrscheinlich aber nicht anders lösbar. Ansonsten bräuchte es da eine aufwendige Motorbremse oder irgendwas. So. Und außerdem macht das einen riesen Krach, weil das hier vibriert und ihr hört es jetzt schon. Ne, da ist hier diese Unterlagscheiben und Mutter und Väter, das macht einen Höllenlärm. Also man kann ja mit der Maschine im Grunde nur mit Ohrschützern kann man arbeiten. Vielleicht zum Wichtigsten, was kann man damit, bis zu welcher Dicke kann man damit eigentlich arbeiten? Ich weiß gar nicht, was der Hersteller sagt. Ich glaube 12 cm Maximaldurchmesser. Das stimmt auch bedingend, aber ich sag mal so, frisches, nasses Holz, so wie hier, bis zu einer Dicke von 4,5 cm schluckt er von alleine. Das zieht er einfach durch, ohne Pause und das geht ratzfatz. So 4,5 cm Durchmesser. Also das ist hier sowas. Ne? Sowas um den Dreh, das schafft er einfach von alleine. Darüber raus muss man
wenn die Klingen frisch geschärft sind und man stopft was Dickeres rein mit 5, 6, 7 Zentimetern, muss man das festhalten, weil der schnappt sich das ansonsten und will das durchziehen, packt das aber nicht. Und deswegen muss man dann den 5, 6 Zentimeter Ast ab und zu noch mal so ein bisschen rausziehen, damit der Mutter sich nicht verschluckt. So. Und maximaler Durchmesser 12 cm, ja, das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt sowas hier, ne? Also ich, das hat jetzt so 10, vielleicht 11 cm. Das geht halt irgendwie, geht das. Das ist im Grunde das Loch. Hier unten ist der begrenzende Faktor, 12 cm, aber alles, was dicker ist als 5 cm Durchmesser, ja, das wird eben Feuerholz. Also das mache ich ja nicht in Häcksler rein. Und selbst wenn, und dafür ist der Motor auch dann zu schwach, zumindest damit es zügig geht. Es gibt ja auch noch eine Nummer größer mit dem Motor, der ist mit 400 Kubik und 13 PS doppelt so stark. Hat auch dickere Räder und so. Also wenn man das irgendwie gewerblich macht und keine Zeit hat, für da Brennholz draus zu machen oder keine Verwendung dafür hat, und dann müssen einfach 12 cm dicke Stämmchen müssen da durch, dann braucht man einfach einen stärkeren Motor. So, aber für so das, was einfach im großen Stil bei einem großen Grundstück anfällt, für das in einer verträglichen Zeit wegzuarbeiten, das geht auch relativ schnell, also man hat hier auch viel Durchsatz in der Zeit, ist dieser Häcksler einfach super, und ich bin echt froh drum und kann das auch nur empfehlen. Der Wartungsaufwand ist, wie gesagt, hält sich in Grenzen. Einmal im Jahr die beiden Hauptlager abschmieren, bei den Schrauben von Anfang an dafür sorgen, dass die fest sind, Luft auf die Reifen geben und die Messer bei Bedarf mit dem Winkelschleifer nachschärfen. Das war's. Ansonsten keine Wartung im Grunde notwendig. So, jetzt werde ich mal noch kurz einfach mal anwerfen, dass ihr mal seht, wie der angeht, und mal ein, zwei Stücke kurz häckseln. Achso, der ist kalt, der war jetzt noch nicht gelaufen.
So, ich denke, jetzt habt ihr mal einen Eindruck, wie der Häcksler funktioniert, was er so kann, was er nicht kann. Habe ich auch relativ ausführlich erklärt. Und ja, genau zum Schluss habe ich mal mit dem Stock hier so nachgestochelt. Und zwar ist das immer, wenn man zu viel Grün drin hat, das kann ja dann nicht mehr einziehen. Da ist der Trichter unten zu verjüngt. Und entweder hat man dann was zum Häckseln, was nicht mehr so viel Grün hat und kann damit stopfen wie einfach so der nächste Fichtenast. Und wenn nicht, dann habe ich immer so einen Stock, irgendwas, wo man dann stochern kann, dann funktioniert das auch. So, also der Zipper möchte ich nicht mehr missen. Ich bin echt froh drum, der ist jedes Jahr im Einsatz, mehrfach. Und ja, macht Spaß damit zu arbeiten und kann ich nur empfehlen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Schau auch in die Videobeschreibung unter dem Video und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.